Einen wunderschönen guten Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession von Neverwinter. Beim letzten Mal haben wir ja hier nochmal auf dem Friedhof von Netherdesk geendet, denn wir haben unsere erste richtige Quest für, lass mich nicht lügen, für die Tyrannie der Drachen bekommen, also die Tyrannei der Drachen. Und ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal die Kultistenbefehle uns besorgen. Oder reiten, dafür müssen wir erstmal wieder hinten zum Drachen hinreiten und das alles machen. Ihr werdet auch jetzt gleich, ich glaube auch sogar noch in dieser Aufnahmesession sehen, was man so genau für diese Module machen muss. Und das zeige ich euch am besten, indem wir einfach mal mit unserem Quests weitermachen. So, wir gehen einmal hier hin und dann müssen wir gleich die Kultisten da hinten platt machen. Sind die das? Das sind die, glaube ich, schon. Gehen wir einfach mal hin. So. Oh, scheiße, jetzt habe ich vergessen rauszurennen. Naja, machen wir einfach mal hier, hauen wir weiter auf den drauf rum. Lebenstechnisch sieht es ja eigentlich ganz ordentlich aus, was wir hier so haben. So, den holen wir uns da auch nochmal eben, den alten Hexer. Sehr schön. Und damit haben wir zumindest das erste schon mal. Allerdings haben wir noch keine Befehle bekommen. Wir gucken mal. Eben. So, der will auch noch eben einen aufs Fressbrett. Aber nein, hier haben wir diesmal keine Kultistenbefehle bekommen. So, wie schaut es aus mit Heilung? Heilung sieht sehr gut aus. Leveltechnisch sieht auch sehr gut aus. Was haben wir hier? Lohnt sich das? Was? Wo kommt ihr denn jetzt weg? Verdammt nochmal. Oh mein Gott. Wir kümmern uns mal eben hier um die Truller. Sehr schön. Boah, krass. 10.000er Kritz. Sehr geil. So, sehr schön. Den einmal weg. Einmal volle Wucht draufziehen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Oh, wir kriegen gerade richtig einen auf den Sack. Oh, Scheiße. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Wo kamen die denn jetzt weg? Ja, was, Super. Gut, ich bin verwundert. Das fängt wieder super an. Das fängt echt wieder... Ja, Geist will ich machen, genau. Das fängt echt wieder super an. Wir sind gerade erst angefangen und schon liegen wir hier im Dreck rum. Weil ich weiß gar nicht, hat sich der Typ da gerade verzogen, der uns darauf Schaden gemacht hat? Wahrscheinlich hat er sich verzogen und dann einfach mal sich gedacht, verwenden? Sind wir nicht mehr verwundet? Ne, wir sind nicht mehr verwundet. Und hat sich dann einfach mal gedacht, ja, das schafft er schon. Ja, und dann haben sie natürlich als erstes meine Heilerin umgehauen und das war, man könnte sagen, mäßig bis beschissen. Mann, nervig. Nochmal, das ganze Spielchen, weil wir müssten von denen auf jeden Fall die Kultistenbefehle bekommen. So, jetzt muss ich aber erst nochmal gucken, wo kamen die denn weg? Das sind wieder die, die lassen wir diesmal mal ein bisschen in Ruhe. Kümmern wir uns erstmal hier um die hier. So, das hat geklappt noch ganz gut, weil das ist ja auch eine kleine Gruppe. Aber das war ja gerade wieder ein Schaden, den die da rausgeprügelt haben. Das ist ja unmenschlich. So. Damit haben wir die schon mal weg. Aber auch hier scheint es keine Kultistenbefehle zu geben. So ein Rotz aber auch. Das heißt, wir müssten theoretisch mal hier die angreifen. Das sieht auch aus wie eine etwas kleinere Gruppe. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Hallo, Freunde. Jawohl, Dokumente der Kultisten. Ist das richtig? Dokumente der Kultisten? Ja, ne? Ich glaube, das sind die, die wir brauchen. Eine weiße Perle nehmen wir selbstverständlich auch. Dokumente der Kultisten nehmen wir mit. Was ist denn jetzt schon? Oh nein, nicht schon wieder. Ach ja, und da hat er sich groß gemacht, das ist ganz klar. Hierfür sehen wir auch schon wieder eine neue Kiste.
Ja, ich weiß gar nicht, hatten wir das beim letzten Mal schon gesehen, dass es neue Kissen gibt? Ja, ich glaube schon. Irgendwie sowas war das gewesen. Was war da? Sind das hier jetzt für Kisten? Ach, das sind wieder die ganz normalen. Okay, das brauchen wir nicht. Den nehmen wir einfach mal mit zum weiter aufleveln. Das können wir mitnehmen und das können wir auch mitnehmen. Einfach drüber laufen. Das sollte nicht so das Problem sein. Wie viele Befehle haben wir jetzt schon? 3 von 5. Okay, 3 von 5, da kann ich mit leben. Das heißt, wir brauchen noch 2 Stück und dann haben wir die Quest auch erstmal wieder fertig. So, da gab es schon mal... Halt. Lass das. So, wieder eine weiße Perle. Woher kommt eigentlich der Schaden über Zeit? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich, dass wir so viel Schaden über Zeit bekommen. Naja. So, ich hoffe nur, wir werden hier fertig mit unserer Mission. Nicht, dass der Drache gleich auftaucht, während wir hier noch unsere Kultistenbefehle uns besorgen. So, friss das. Sehr schön, alle tot. Boah, krass. Geil. Und da haben wir auch schon die Quest fertig. Das Ding brauchen wir nicht. Das ist ganz gut. Sag mal, wo kommt denn der Schaden her, verdammt? Ich weiß es nicht. Aber ist ja auch egal. Wir haben die Quest auf jeden Fall fertig. Wir machen uns wieder zurück zu unserem Auftraggeber, zu der Frau Windel. Und dann gucken wir mal. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste die sogar noch eine weitere Folgequest für uns haben. Also eine normale. Und danach müssten dann, glaube ich, die ganzen wiederholbaren sein, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Schauen wir einfach mal. Und ab dieser Folge wird sie ja auch eine kleine Änderung tun auf meinem Kanal. Also zumindest was jetzt das Neverwinter Let's Play angeht. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte das einmal testen. Was ich genau teste, verrate ich an dieser Stelle nicht. Das seht ihr wahrscheinlich dann noch früh genug. Ja, da soll ja auch eine kleine Überraschung sein. Ich bin gemein. Ich kündige irgendwas an und dann sage ich, den verrate ich nicht. Ja, so bin ich. Ich bin ein böser, böser Crazy Ben. Cooler Wolf. Wirklich cooler Wolf. Aber jetzt geben wir erstmal die Quest ab. Interessant. Die neue Fraktion scheint zu beabsichtigen, ein neues Drachenimperium mit lebenden Drachen und nicht Drachenlichs zu errichten. Es gibt keinen Hinweis darauf, wie sie es schaffen, die Drachen dazu zu bringen, mit ihnen zu kooperieren. Oder wie die Kultisten beabsichtigen, die Kontrolle über das Imperium zu behalten, nachdem sie es errichtet haben. Die neue Fraktion sucht nach dem Grab von Ballast Missandei. Okay, Quest abschließen. Wer auch immer dieser Ballast Missandei ist, wissen Befehle des Kultes. So, was haben wir da? Geschichte von Toten. Dieser neue Kult scheint verzweifelt nach Informationen zu suchen. Sie suchen nach einem Barbaren namens Kruven Gantara. Sie versprechen sich auf diese Weise ein Portal auf irgendeiner Insel zu finden. Sie haben jedoch keine Ahnung, wo Kruven bestattet wurde. Daher versuchen sie mit dem Geist eines seiner verstorbenen Kameraden, Ballast Missandei, in Kontakt zu treten. Sie wissen, dass Missandei in Neverdeath begraben wurde, wissen jedoch nicht, wo genau. Aus diesem Grund beschwören sie die Geister von jedem toten Händler, der eventuell etwas über ihn weiß, und fragen diese aus. Lasst uns dafür sorgen, dass die Toten in Frieden ruhen können und die Beschwörungsrituale der Kultisten unterbrochen werden. Jawohl, machen wir auf jeden Fall. Ah, Gott sei Dank, einmal röcheln. Was haben wir hier noch? Grabtausch. Wir wissen immer noch nicht, was an dem Portal, wonach der Kult sucht, so wichtig ist. Aber ich denke, es ist in unserem eigenen Interesse zu verhindern, dass sie es finden. Um das zu schaffen, müssen wir sie davon abhalten, das Grab von Missandei hier in Neverdeath zu finden. Die Kultisten befragen jeden Geist, der möglicherweise etwas über sein Grab weiß. Missandei war in Neverwinter hoch angesehen. Und es haben viele Leute an seiner Bestattung teilgenommen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Kultisten etwas von einem der Geister erfahren. Hätte die Zauberpest hier nicht eine so große Verwüstung angerichtet, hätten sie ihn sicherlich bereits gefunden. Meine Kontakte in Protectors Enclave haben mir eine Liste der engsten Gefährten Missandeis, die ebenfalls hier beigesetzt wurden, zukommen lassen. Nehmt diese falschen Namensplaketten und tauscht sie gegen jene, die an den Gräbern der Gefährten Missandeis zu finden sind. Das sollte uns ein wenig Zeit verschaffen, uns eine langfristigere Lösung des Problems auszudenken.
Okay, auch das werden wir machen. Aber ich glaube, wir haben gerade Level abgekriegt, ne? Ja, tatsächlich. Wir haben wirklich ein Level abgekriegt. Dann würde ich sagen, machen wir das mal eben. Jawohl, mit U bitte. Neue Kräfte. Ja, jetzt mit neuen Kräften sind wir wieder dabei. Das ist wieder hervorragend. Was haben wir denn da? Den Stahl-Schnellangriff. Durch bessere Fähigkeiten im Kampf gegen... Was? Durch bessere Fähigkeiten im Kampf gegen mehrere Feinde steigt die Wahrscheinlichkeit, einen weiteren Angriff auszuführen, der stärker wird, je mehr Feinde getroffen werden. Das ist eine gelbe Fähigkeit, also eine Fähigkeit, die... eine passive Fähigkeit. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, was haben wir hier? Zerstörer. Eine weitreichende... Eure weitreichenden Schläge treffen hart. Der Schaden wird jedes Mal um 3% erhöht, wenn ihr mehr als 3 Feinde bei einem Angriff trefft. Maximal 3. Aha. Durch die Meisterschaft großer Waffen erhöht ihr mit jedem erfolgreichen eurer Erhöht ihr mit jedem Folgetreffer eure Wahrscheinlichkeit auf kritische Treffer um 1,5%, maximal 3 mal kombinierbar. Das ist eine gute Frage. Wie viele Punkte brauchen wir? 35 brauchen wir. Dann müssen wir mal eben gucken, was haben wir hier. Was war das noch? Durch bessere Fähigkeit im Kampf gegen mehrere Feinde steigt die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Angriffe. Okay, das testen wir einfach mal diese Fähigkeit hier. Diese passive. Die setzen wir einfach mal hier oben rein. So, damit haben wir das soweit schon mal gemacht. Und dann müssen wir... Kommt und holt mich Waffenmeisterschaft. Da müssen wir dann hinterher auch nochmal gucken, was wir da am besten machen können. Und ich sehe gerade, beziehungsweise das machen wir gleich, hier natürlich wieder auf den Schaden über Zeit. Und jetzt wollte ich gerade sagen, ich sehe gerade, wir haben unsere Berufe wieder fertig. Das heißt, wir könnten eigentlich nochmal wieder losschicken. Vorher bete ich aber nochmal. Mit Steuerung I war das, glaube ich, ne? Ja, Steuerung I passt. So, nochmal gebetet. Erste Mal gebetet heute. Ist gar nicht mal so schlecht. So, und jetzt hatte ich gesagt, die Berufe, ne? Ne, das war M. Ich wollte N drücken. Jo, da seht ihr schon. Wir sind mittlerweile beim Waffenschmied auf Stufe 16. Und bei Führung auf Stufe 12. Ja, Führung dauert echt ewig. Und hier seht ihr es, was wir bekommen. Wir kriegen Mithrilerz. Wir kriegen 800 Erfahrungspunkte für Waffenschmied. Aber 800 Erfahrungspunkte fürs Waffenschmieden, das ist eigentlich gar nichts mehr bei den Beträgen, die wir da brauchen. Aber nun gut, wir machen es auf jeden Fall weiter, denn wir wollen ja auch irgendwann mal auf Level 20 kommen. Boah, die quatschen mir ständig irgendwo rein. Moment, hä? Wieso fängt der denn jetzt unten an? Moment. Sortieren, höchste zuerst natürlich. Und dann will ich den Filter nochmal einstellen, dass wir dann nur das sehen, was wir auch machen können. So, das sieht schon mal wieder besser aus. Wir sammeln natürlich wieder in tiefer Wildnis zweimal. Ich sammle bewusst immer zweimal in tiefer Wildnis und stelle nur einmal die Griffe und sowas her, weil für die Griffe brauche ich auch jedes Mal die grüne Kohle. Und das ist halt ein wenig teuer auf Dauer, wenn ich da jetzt nur noch die grüne Kohle da mache. Aber nun gut. So, jetzt können wir eigentlich auch nochmal gucken, was haben wir denn so an Tränken alles noch dabei? Wir haben doch einmal hier den grünen Trank, den ziehen wir mal hier nach oben. Energietrank, Kraft steigt um 80 natürlich, verwenden, auf jeden Fall. Was haben wir hier? Erholung für Sekunden, jawohl, nehmen wir auch. Was haben wir hier? Das ist auch wieder die Erholung, okay. Den können wir dann immer noch nehmen. So, das können wir noch wieder hier nach oben ziehen und dann ist es das erstmal gewesen. Da haben wir uns zumindest schon mal wieder mit Tränken ausgerüstet und das ist doch eigentlich gar nicht mal schlecht. So, für uns heißt es auf jeden Fall, wir müssen jetzt die komischen Grabsteine umtauschen, also zumindest die Namen auf den Grabsteinen und wir müssen, was war das andere? Die Beschwörungskreise haben wir schon 1 von 6 zerstört. Hä? Wir waren dann doch noch gar nicht wieder, nachdem wir die Quest angenommen haben. Also manchmal blicke ich da nicht so ganz durch, was die von einem wollen. Aber nun gut. Wir wissen ja, was wir machen sollen und von daher machen wir das einfach auch mal. So. Guck mal, Jatraxis ist auch wieder da. Da könnten wir eigentlich mal gucken, ob wir da hinten irgendwie... Obwohl, hier können wir eigentlich mal eben rein. Ja, das sieht nach dem Plan aus. So, damit sind die schon mal weg. Der ist auch weg, sehr schön. Haben wir damit wieder... Ja, den zweiten Kreis haben wir damit auch.
Können wir jetzt hier mit F irgendwas machen? Ach, tatsächlich. Wir können die Geister anklickern. Das ist natürlich schon mal gar nicht schlecht. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier oben zu Chartraxis, oder wie er heißt. Und kümmern uns hier noch um die anderen Geister. Vielleicht kriegen wir dann ja auch, dadurch, dass die anderen den Drachen platt machen, auch nochmal die Belohnung dafür. So, das wäre das. Jetzt können wir hier den Geist wieder angrabbeln. Hallo? Sehr schön. Damit haben wir den Geist schon mal soweit fertig. Wir sind immun, wogegen auch immer. Hallo? So, haben wir den auch. Müssen noch einen Geist uns einverleiben. Machen wir einfach mal den. So, und damit hätten wir das soweit schon mal abgeschlossen. Jetzt ist die Frage, hauen wir einmal auf den Drachen rum? Ach komm, einmal draufhauen geht. Damit wir ein bisschen Schaden verursacht haben. Hauen wir einfach mal unsere Kombination rein. So, sehr schön, soll erstmal reichen, denn wir müssen weiterhin unsere Grabsteine verbasteln. Ach, der mit seinem immunen Scheiß da. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt hat er auch noch getrunken. Finde ich jetzt gerade ein bisschen uncool. Ah, oh, leck mich doch. Wo kommt eigentlich der Schaden her, den wir da immer kriegen? Ist das durch unsere Fähigkeit? Kriegen wir den Schaden und nicht die Gegner? Oder vertue ich mich da jetzt? Hallo? Wie, die Interaktion kann nicht durchgeführt werden? Jetzt sag mir nicht, wir müssen den Drachen erst töten. Hätte ich den Drachen nicht angreifen sollen oder was? Ach Mann, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Das Spiel macht mich fertig. Das Spiel macht mich echt fertig. Dann müssen wir ja doch ein bisschen auf dem Drachen drauf rumhauen. So, ich gehe mal eben kurz hier auf die andere Seite. Dass wir da zumindest ein bisschen Schaden bekommen. So, das hat bisher auch noch ganz gut funktioniert. Und jetzt bin ich gerade wieder bei den falschen Tasten unterwegs gewesen. Ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht nicht unbedingt hinten am Schwanz stehen. Das soll helfen. So, und jetzt müssen wir den Drachen ja gleich down haben und dann können wir auch endlich die Grabsteine austauschen. Zumindest die Inschriften der Grabsteine. Och, hör doch mal auf, mit dem scheiß Rücken zu mir zu stehen. Ja, sieht aber gut aus. Wir müssten eigentlich gleich... Hallo? Hallo, 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 hallo. Ah, nein, nicht schon wieder. Wie funktioniert das denn jetzt? Okay, dankeschön. Ich wurde aufgehoben, weil ich da wieder nicht rechtzeitig rausgekommen bin. Ist sehr sensationell. Wir sind natürlich schon wieder verletzt. Wie könnte es auch anders sein? Heieiei, heute ist echt nicht mein Tag. Wir müssen nochmal so einen verwenden. Verwenden, bitteschön. Jawohl. Hallo? Ging nicht? Wie, Interaktion wurde unterbrochen? Hallo? Wieso kann ich das nicht benutzen? Was haben wir denn da jetzt? Ach, diese Nachrichten. Krankheit wiederbeleben. Wieso funktioniert das nicht? Oder muss ich den benutzen? Ich verstehe es gerade nicht. Das geht nicht. Ich habe keine Ahnung, woran es liegen könnte. Wir können uns jetzt auf jeden Fall erstmal mit Steuerung F unsere Belohnung holen. Machen wir erstmal. Steuerung F, Dankeschön. Nehme ich sehr gerne an. Scheiß Goldseller, verpisst euch. Würde ich, sag ich einfach mal. Ja, und dann würde ich sagen, an dieser Stelle werden wir noch eben hier den hier austauschen. Sehr schön. Dann tauschen wir den hier aus.
Und dann gehen wir einfach mal hier rüber. Da können wir nämlich auch wieder was austauschen. Dann müssten wir eigentlich schon gleich fertig sein. Dann machen wir das auch noch hier eben in diesem Part fertig. Ist ja gar kein Ding für ein Gegen. Oh Gott, jetzt habe ich den Spruch echt gemacht. Unglaublich. Naja, ab und zu muss man auch mal ein bisschen großkotzig sein. Auch wenn ich eigentlich gar kein Recht dazu habe, weil wir schon zweimal in diesem Part draufgegangen sind. Was total uncool ist, zweimal drauf zu gehen. Aber nun gut. Der blöde Drache, der hat mich halt ein bisschen überrascht, weil ich einfach nicht wegkam. So, hier haben wir, glaube ich, das letzte Teil. Da können wir die Kobolde eben wegmachen. So, wieder eine Schatzlade. Das Zeug können wir mitnehmen. Das Zeug. Oh, schon wieder ein Peridot. Es muss wirklich irgendwie die Zeit der Peridotte sein. Naja, soll mir recht sein. Wir haben auf jeden Fall auch diese Quest fertig. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, werde ich an dieser Stelle unseren ersten Cut machen in dieser Aufnahmesession. Ich hoffe natürlich wie immer, dass ihr bis hierhin Spaß hattet und schaltet doch einfach in 2 Tagen zum nächsten Part von Neverwinter wieder ein. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mein Name ist Crazy Bane und ich bin für heute raus. Ciao.